So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich, so auf Stream und YouTube. Und ja, wir sind wieder bei Secret World und bevor ich hier jetzt, bevor wir hier was starten, erkläre ich das kurz. Und zwar im Moment läuft ein Event hier bei Secret World. Geht um ja, so eine Art Schmutzvieh. Ja, ihr seht ja, hier ist überall Schmutz und dieser ganze Schmutz wird von jemandem verbreitet, den alle Flappy nennen. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie der richtig Floppy. heißt? Was? Floppy? Irgendwas mit Filth of the Zero Pathogen, was weiß ich was, und guten Morgen. Schmutz Floppy, des. Floppy wahrscheinlich, ja. Irgendwas. Auch Schmutz. Auf jeden Fall Schmutz. Und, Alles filthy, ja. genau. Und das Event ist in der Hagata und da geht dann zu einer bestimmten Zeit immer das Portal auf. Und man kann hier, glaube ich, gegenlaufen und dann sieht man 3 Sekunden. So, in 3 Sekunden geht das Tor auf. Also ich muss dazu sagen, man kann Floppy hauen. Das ist ein Open Area, 40 Mann. Ich nenne es jetzt mal Raid in Ermangelung eines besseren Wortes. Ja. Aber der ist, also wir sind doch mehr als 40 Leute hier, oder? Es wird hier instanziert. Naja, auf jeden Fall sehen wir gleich einen dicken Boss und wir können da auch schon mitmachen, weil unsere Damage und unser Leben nämlich auch geboostet wird, wenn wir da reingehen. Das ist ganz nützlich. Oh, hier haben wir einen Bergarbeiter. Kommt direkt aus dem Schacht raus. Oder sollen das 3 Minuten bedeuten? Ich denke, das bedeutet Minuten, weil ich denke, ich habe gerade mehr als 30 Sekunden, also 3 Sekunden gelabert. Insofern. Und ich habe übrigens hübsche Handschuhe bekommen. Ich war nämlich gestern schon da drinne und da habe ich zum Beispiel diese komischen Handschuhe raus und ich habe noch irgendwelche Stiefel. Ich glaube, ich habe noch Stiefel bekommen, die wiederum sehr hässlich sind. Also, Also man muss wahrscheinlich die ganze Rüstung sehen. Die ganze Rüstung habe ich neulich bei einem anderen Spieler schon mal gesehen. Die sieht eigentlich ganz schick aus. Und da sehen dann auch die Stiefel nicht so furchtbar aus. Die sehen nur alleine furchtbar das aus. sieht so ein bisschen Tron-mäßig aus, ne? Ja, definitiv. Also. Also man muss sagen, das ist jetzt auch nicht das Einzige, es gab vor kurzer Zeit, Mittwoch glaube ich, einen kleineren, respektive mittelgroßen Patch mit Floppy hier. Und sie haben auch eine weitere Questreihe released, die man auch mal machen wird, die Tage. Ich weiß nicht, ob wir da heute zu kommen, aber. Ist das diese bei dem Schaffner oder Ja. also beziehungsweise Schaffner bei diesem Pult? Nein, bei dem Conductor da vorne, vom Schaffner wirklich. Ach, selbst bei. Ah, und die, das sind noch andere. Okay, alles Ja. klar. Mit 50 werden nämlich eine ganze Menge, weil ich gestern 50 geworden bin, werden nämlich noch eine ganze Menge. Was war das bitte? Dein Leben wird angepasst. Ist dir das das letzte Mal nicht aufgefallen, als wir was? Doch, doch, schon. Aber ich hatte nicht gedacht, dass das mit Schmerzen zu tun hat. Aber gut, weil mein Bildschirm ist nämlich rot geworden. Growing pains, mate. Growing pains. Ja, das ist Floppy. Genau, und er heißt wahrscheinlich Floppy, weil, ne, Flügel und so. Ja, vor allem, weil er die ganze Zeit ja, Floppy. auch rumfliegt und nervt. Und der hat ein bisschen Leben. Was ist das? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 55 Millionen Leben ist schon eine ganze Menge. Sicher, dass er da nicht eine 0 vergessen hat und dass das erste eine 9 ist und keine 5? So, das sind 8 Zahlen. Also ich kann gleich nochmal nachzählen, aber ich glaube, es sind 8 Zahlen. Weißt du, eine 1 mit 6 Nullen ist 1 Million. Ich hab eben nicht drauf gezielt. Achso. Das ist eine ernst Wir gemeinte haben nicht Frage, viel ob du Zeit. richtig verguckt hast. Ein Verbündeter stößt zu uns. Ach, ist das Boon oder was? Yay. Ich habe es gerade geschafft zu sterben. Das passiert öfters. Das ist wahr. Ich frage mich zwar, warum, aber gut. Du hast gestanden in Filz. Ja, das kann sein, dass ich war schmutzig.
Wir müssen die nächste Plattform erreichen. Oh, wir müssen die nächste Plattform erreichen. Ja, ja, das ist gut. Guck mal, da oben ist nämlich auch noch so ein riesen Fettviech. Und die nächste Plattform erreicht man so. Genau. Einfach mal so yalla in den in den Abgrund springen. Oh, ich bin gleich schon wieder tot. Ja, weil what the fuck? Also das Problem hier ist, wenn man auf die nächste Plattform springt, das muss man ein bisschen timen, weil die Plattformen sind voll mit Schmutz. Alles dreckig hier. Und dieser Schmutz ist wir müssen ja die Weltraumputzer aus Spaceballs engagieren. Quasi die Bienchenputzer der Agenten. So, gucken wir nochmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Es sind 8 Zahlen. Also es sind nur 55 Millionen Leben. Oh, vielleicht sollte ich den Sound runterstellen. Man versteht dich überhaupt nicht, Tanja. Das ist das Problem. Hier ist alles so laut, Alter. Ich muss gleich mal den Sound ein bisschen runterstellen. Ich weiß auch gar nicht, warum der so laut ist. Ich hab ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir können das hier machen. Au, oh, 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 au. 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 Und. Oh, noch nicht runtergeflogen. Das ist schön. Trägerin von Nergols Verwesung. Ja, das, Man nennt das Prinzip Ads, mein Freund. Ja. Ich muss nur Master-Lautstärke übernehmen. So, ich glaube, so ist besser, oder? Ich meine, die ganze Zeit die von Tausenden von Sounds, die Damage-Effekte, die sind ja nicht so unbedingt notwendig. Ach, ich könnte auch mal meinen Zweier benutzen. Ja. Der macht ja auch gut Damage. Schmutz! Verdammte Kacke, überall ist Schmutz. Oh, oh. Also heute sterbe ich aber öfters als das letzte Mal. Oh, ist die schon verschmutzt? Er ist hier runtergejumpt. Was passiert denn, wenn ich hier runterjumpe? Dann? Krass, komme ich direkt auf die Plattform über ihm oder was? Alles klar, da muss man den Weg ja gar nicht rennen. Das ist ja praktisch. Ich bin am Anfang immer ganz geradeaus gerannt, aber du kannst ja einfach reinjumpen. Ja. Ja, das muss einem auch einen mal sagen, Mensch. Probieren, lieber probieren. Aber ich muss sagen, ich habe bei dem Namen Floppy jetzt irgendwie einen Ohrwurm von Torfbjörn. Nee. Von was hast du einen Ohrwurm? Von Torfbjörn. Torfbjörn? Torfbjörn. Ich verstehe das akustisch überhaupt nicht. Hast du an die Ohren einen Ohrwurm von Torfbjörn? Wisst ihr was? Ich bin noch mal ganz kurz hier. Ich muss mal unsere Kalan ein wenig die Lautstärke anpassen. Du bist schon auf plus 5 Dezibel und man versteht dich trotzdem gar nicht. Sag mal was. Was? Besser. Danke. Bin ich direkt für gestorben. Ja, ich auch. Nachher. Ja, also ich kann nur empfehlen, man muss nicht unbedingt Audioeinstellungen während eines Bossfights machen. Schmutzig. Ich weiß auch nicht, ob ich da immer die ganze Zeit mit meiner Es reinklöppeln sollte, aber ich mach's einfach mal. Also die Ads müssen ja weg. Also man, es ist nicht
viele Leute, die, also man, okay, ich mach mal anders. Als Floppy rauskam, war der nicht mehr als eine Sitting Duck. Der hatte 365 Millionen Leben und die hast du einfach runtergehauen, die Ads hast du ignoriert. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man das einfach ignorieren kann und er ist auch ein bisschen unangenehmer geworden. Aber es hat halt wohl leider zu dieser Attitüde geführt, frei nach dem Motto, Ads-Raum braucht man nicht. Und das ist was, das ist hier keine gute Idee. Die Spinne will mich nur einspinnen. Ja, das ist ja nett, okay. Damit kann ich leben. Aber man heilt leider nicht wirklich. Oh doch, jetzt hat sich einer erbarmt und mich geheilt, oder? Ja, das war ich. Ach so. Also du hast dich erbarmt. Das ist sehr nett. Ich hab halt nur sehr begrenzte AR-Munition, ne? Ich versuche ja schon aus dem Scheiß hier rauszugehen. Aber das fühlt sich eher an wie so ein Tanz, als dass man kämpft. Ja, das ist der Tanz der tausend Finger. Oh oh. Bin schon wieder zu heiß. Verdammtes Floppy-Arsch, wo soll ich denn hin? Sackgesicht, ey. Scheiße. Nein! Sei vorsichtig. Ja, Schmutz, ich weiß. Ja. Ihr seht schon, das ist alles hier grafisch, die Professional, was wir machen. Jetzt geht's mir schon richtig wieder richtig scheiße. Ey, ich hab meines Wissens, ich wusste nicht, wo ich irgendwoher irgendwas abbekommen habe, aber ich habe jetzt plötzlich nur noch 20.000 Leben. Das ist. Juhu, ich regge. Oh nein, jetzt ist er schon wieder da. Na ja, egal. Bisschen habe ich gereggelt. Gereggt hab ich ein bisschen. Gereggelt. Naja, ich hatte eben 17.000 Leben, ne? Das ist jetzt 10% von dem, was da unten steht, ungefähr. Schon mehr. Wie hat der Typ das denn da hinten hingepackt? Oh, ich bin mal wieder. Ja, sehr schön. Oh, ein Vögelchen. Das war scheiße. Ja, das Nette an diesem Mob ist ja, man kann ja wirklich fluchen. So, die dreckige Sau ist ja diesmal schlichtweg einfach wahr. Ja, vor allem, man kriegt hier oben echt super krass Damage. Oh, what? Oh, ich muss gleich mal meine Rüstung reparieren. Ich sehe, die ist voll Schrott. Ach nein, nicht schon wieder. Ich lüb ja schon hier. Zack. Jump. Und im Filth. Yeah, Filth. Und. Ja, weil alles hier ist auch Filth. Überall Filth. Das ist das Problem.
Mann, naja, egal, meine Rüstung ist eh Schrott. Da kann nichts mehr kaputt gehen, da können wir auch noch 20 Mal sterben. Das ist nicht deine Rüstung, das bist du. Wie, das bin ich. Und dafür muss ich dann Anima-Splitter ausgeben, oder was? Ja. Für mich. Okay. Ja, weil du hast, wenn du gleich mal, bevor du auf Reparieren, also auf Anima-Schaden drückst und wir hier raus sind, auf deine Lebensenergie guckst, wirst du feststellen, sie ist weniger als sonst. Okay. Down. Floppy down! Aber selbst Gaia wird an ihre Grenzen stoßen bei dem, was auf uns zukommt. So, und man hat hier am Anfang, wenn man einen lockt, so als tägliche Belohnung so ein Kuratorenrelikt bekommen. Und man hat jetzt hier unten 9 Minuten lang Buff, nämlich die Woge des Bewachers. Und wenn man das Ding hat, dann kann man hier draufklicken und kriegt Items, die ich jetzt nicht lesen konnte, weil wir direkt rausgeschmissen wurden. Guckst du gleich nochmal vorne im Generalchat nach, da ist es ja unten rein. Ja, ich weiß, und das sind halt nur an, also Klamotten, aber andererseits es ist eine billige Möglichkeit, hier halt überhaupt an Outfits und an Garderobenzeug zu kommen. So, wir haben eine Militärgasmaske grün und wir haben ein Nachtsichtgerät grün erhalten. Ja, vielen Dank. Beides werde ich definitiv nicht anlegen. Was soll ich mir so einen Scheiß ins Gesicht klatschen? Vor allem am helllichten Tag ein Nachtsichtgerät zu tragen, ist ja auch ein bisschen... Weiß ich nicht. Oder man geht so nach dem Motto, I wear my sunglasses at night oder so. Ich weiß es ja nicht. Was haben wir hier noch gekriegt? Wir haben ein Talisman-Destillat, ein blaues übrigens, was schon recht hart ist. Also das gibt schon einen ganz guten Bonus. Ich benutze das hier auf mein Amulett jetzt, glaube ich, weil das... Ich habe das getauscht, weil hier auch noch mehr Damage drauf ist und wir wollen ja Damage machen. So, Anima-Essenz. Ihre Anima-Essenz schwindet mit jedem Tod. Ihre aktuelle Anima-Essenz-Stufe ist 0%. Sinkt die Anima-Essenz-Stufe auf 0%. Werden sie mit hohen Mali auf ihre Kampfkraft belegt und so weiter und so fort. Kostet uns mal locker 1000 Anima-Splitter, das wiederherzustellen. Aber guck mal, bevor du auf Ja drückst, wie viel Lebensenergie du jetzt hast. Und dann, nachdem du Ja gedrückt hast. An der Lebensenergie hat sich nichts geändert. War auf jeden Fall eigentlich. Auf jeden Fall, deine Kampfkraft und so weiter geht runter. Das ist ganz gut. So. Ja, ich denke, das hat eher Einfluss auf diese Werte hier, ja. So und nicht anders. Ab in die Wüste. Hast du nicht erstmal noch 2 andere Quests? Ich habe hier noch 2. Also meinst du die hier oder was? Warum und so, ne? Hast du halt mit deinen Leuten auf Facebook und Twitter mitgeteilt, dass du streamst? Ja, na, es steht überall. Es steht wirklich überall. Also wer das jetzt nicht bisher nicht mitbekommen hat, dann weiß ich auch nicht. Es tut mir auch furchtbar leid. Sollen wir denn diese beiden Missionen machen hier? Oder was hast du vor? Weil das eine ist eine Rätselmission, das andere ist so eine Kampfmission. Ja, ich weiß, was das ist. Die kannst du gerne tun. Also, ich würde sie machen. Ich fand sie witzig. Was denn zuerst? Alle Wege führen nach Rom. Ja, nimm sie doch einfach beide an. Das kannst du ja. Ach ja, richtig. Okay. Das sind ja... Und dann mach doch die etwas für die Straße als erstes, weil da kriegst du einen Moped. Ein Moped? Na, Harley! Na, okay. Komm. Wir hüpfen mal... Ja, nach Kingsmith. Moose in Kingsmith. Das ist doch der ganz am Anfang der Cowboy, oder nicht? Nein, das ist Jack Boom. Moose ist der Typ mit den Granaten und so weiter, wo du die Arsenal-Quests für gemacht hast. Mit den IEDs gegen Zombies. Nachheim in die Kanalisation. Ah ja, mit den Minen und so? Ja, genau der Typ. Ich erinnere mich. Sheriff's Office und so. Mhm. Der um die Ecke steht. Ja. Dann weiß ich wo. Man muss auch mal dazu sagen, es gibt in diesem Spiel verschiedene, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, wenn ja, dann ist das jetzt Woche, aber ist halt so. Es gibt in diesem Spiel verschiedene Transportmittel. Das, was Gram jetzt gleich kriegt, ein Motorrad oder auch ein Hoverboard und so weiter und so fort.
Das macht null Unterschied. Wenn du Speed 4 hast, dann rennst du auch auf, oder dann fährst du auch auf so einem komischen Hoverboard, Harley, whatever, mit selbigen Speed rum. Das ist genau dasselbe, wie wenn du läufst. Es sieht teilweise nur cooler aus. Ist also auch nur eine Schönheitsmodifikation. Ja. Lalala. Wenn du die mitnimmst, dann kannst du die auch gleich abgeben, die Quest. Na gut, weiter. Achso, nee, ich bin jetzt einfach durchgerannt. So, etwas für die Straße. No man happy until he's dead. Herodotus said that. As a kid, I thought he was making bitter. But what it actually means is that the value of something can't be determined till you can look at the whole. Till the final tally. When that tally comes, where do you think you and I'll stand, my friend? When I busted out of my cubicle coffin and found the road, I thought I was adding to that tally. And I abandoned the road to help Andy and Helen and the rest of the survivors. That added something new and special. And I still get pangs for the open road. Two loves pulling on me like a wishbone. Can't complain, though. Some people drift through life feeling no pull at all. Also ich finde die Sprachausgabe ist jetzt wieder super leiser. Es tut mir furchtbar leid. Idle hands are the devil's playthings, or so they say. But it's more complicated than that. What you craft with your hands eventually crafts you. I don't want implements of death to be the only thing that these hands work on. I don't want that defining me. Also irgendwie baut er ein Motorrad und er möchte nicht, dass diese Hände nur Sachen herstellen, die Tod bringen, und jetzt sollen wir bestimmt irgendwas für ihn machen und dann schenkt er uns das Motorrad. Ja, das ist natürlich kacke. Wieso ist das so? Soundeffekt, Menü, Hintergrund, Kampfmusik, Radiomusik, das ist weil alles... Weil du garantiert das Gesamtvolumen runtergedreht hast und nicht nur die Musik, oder? Ja, ich habe das Gesamtvolumen runtergedruckt. Also Kampfmusik tun wir mal runter, Radiomusik machen wir aus, weil das gab letztes Mal schon Probleme. Mach Hintergrund- einfach generell die ganze Musik aus und Soundeffekte drehst du ein bisschen runter. Und den Dialog drückst du auf Maximum. Ja, machen wir es mal so. Ist ja nicht so, dass du das in Action. Ne? Mal gucken. Ja, Wird schon okay sein, so. Zu laut finde ich es eigentlich nervig. Wo willst du hier hin? Das Motorrad untersuchen. Ja, sorry, ich... Da hinten ist es. Der ist ja schnell. Immer das Gemecker hier. Das Sheriff-Revier verlassen. In welche Richtung? Ich würde sagen, folgen Sie dem Straßenverlauf. Du kannst hier nur einen Weg fahren. Engine sounds rough, don't it? Head over to Edgar's. He has some parts set aside. Should be just the thing to get that right up to speed. Also wenn ich sprinten drücke, dann steht da widerstanden. Ja, du kannst auch gerade nicht sprinten. Du fährst mein Moped. Alter, mit was für einer Geschwindigkeit? Der gute Mann baut Waffen. Erwartest du da wirklich Kompetenz in Sachen Motorrad bauen? Oh. Also nicht jeder ist ein Tony Stark, ne? Da mal runterfahren. Mann. Ziemlich aufdringlich.
Sehr gutes Motorrad. Nicht da lang, nicht da lang, da lang, da lang. Auch nicht da lang. Oh, komm schon. Das ist der Highway to Schrottplatz, ne? So, jetzt kommen gleich nochmal Feuerwehrmänner. So viel Sicherheitsvorschriften, man stößt das Ding jetzt auch nicht. Was weiß ich? Irgendwas wird doch gleich wieder kommen. Ja, du musst bedenken, die Möppels, die du jetzt triffst, die sind auf deinem Level, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Level 50. War nicht hübsch. Warte mal, bis du die Strigoi triffst. Oh, okay, jetzt kommen wieder welche, sonst wären wir nicht gefangen. So, mein Freundchen. Aber ich krieg sie noch tot, also... Ah, die kriegst du auch tot, so ist es nicht. Wieder auf das Motorrad steigen. 20 Sekunden. Aha. Das dauert einfach nur. In der Timer, der da läuft, das ist einfach nur der Timer, den du hast, um da wieder auf dem Moped zu sitzen. Ja, ist schon klar, aber ich hatte es probiert und er hat irgendwie abgebrochen oder es nicht gemacht und... Ah ja, okay. Alter, da schläft man ja bei einer.